Ich begrüße euch zusammen herzlichst hier zurück in Allerot bei Divinity 2 The Dragon Knight Saga. Wir machen weiter hier bei Flames of Vengeance. Nachdem wir beim letzten Mal die schmerzliche Niederlage von uns selbst wahrnehmen mussten, denn es war nicht Talana. Die ganze Zeit über war es nicht Talana, die zu uns gesprochen hat, sondern Igerna selbst, höchst selbst möchte ich sagen, aus der Halle der Seelen. Die ganze Zeit lang haben wir nicht den Plan der Drachenritterin, sondern tatsächlich den Plan der Geliebten von Damian verfolgt und damit eigentlich das Schicksal Rivellons besiegelt, wenn nicht der Geist von Berlin aufgetaucht wäre. Mit diesem mehr als verhängnisvollen Angebot, ihn zu befreien und dafür den Göttlichen wiederzubeleben, der wiederum die Macht hätte, Damian zu besiegen. Und so sind wir hier also jetzt in Allerot. Ihr kennt Allerot ja bereits aus Ego Draconis, jedoch nicht in der Fülle und in dem Umfang, wie es jetzt vertreten ist. Ja, und bevor wir jetzt tatsächlich auf den altbekannten Marktplatz gehen, der dort bereits mit einer Aufgabe auf uns wartet, werden wir erst noch einmal in das Rathaus gehen. Das Rathaus war ja zuvor hier vorne mit einem riesigen, riesigen Mob belagert und nur durch das Portal begehbar. Dies ist jetzt nicht mehr so. Jetzt können wir auch einfach durch die Fronttür in das Lagerhaus gehen, in dem sich der gute Zandalor, wie bereits gesagt, indirekt für die Stadt geopfert hat, um diese magische Barriere zu erschaffen und Damian fernzuhalten. Oh, großer Drache! Habt ihr vielleicht einen Augenblick Zeit? Servus. Drachenritter, bitte, es ist mir nicht erlaubt, meinen Posten zu verlassen, aber meine Frau ist immer noch in der umkämpften Stadt. Ich muss wissen, wie es ihr geht. Okay, wir lesen mal seine Gedanken. Ich stehe hier Wache ohne meinen guten Kriegshammer, den ich auf dem Bett liegen gelassen habe. Wie dumm. Gut zu wissen. Wenn ihr euch solche Sorgen macht, dann sucht sie doch selber. Er darf seinen Posten nicht verlassen. Nicht, dass ein Deserteur nachher noch ermordet wird. So beruhigt euch, ich werde nach eurer besseren Hälfte suchen. Ja, wieso ist eure Frau noch immer in der gefährlichen Zone? Das ist eine gute Frage. Unser Haus liegt in dem Teil von Allerot, der überrannt wurde. Die lebenden Toten, sie kamen so schnell. Sie sagen, man soll immer vorbereitet sein, aber mal im Ernst. Wie sieht man denn so einen Tag voraus? Eine wahrlich gute Frage. Wir werden natürlich nach ihr suchen. Tausend Dank! Sie heißt Alina und lebt im Krähennest. Möge der Göttliche verhindert haben, dass die Dämonen sie holen. Sie ist so eine gute Köchin. Ja, darauf kommt er natürlich an, ne? Holde in Not. Oh Mann. Ja, das Rathaus kennen wir ja auch bereits. Jedoch nicht Zandalor, der dort indirekt magisch aufgesaugt wird. Renate. Seid gegrüßt, mächtiger Drache. Möge euer feuriger Atem unsere Feinde zu Asche verbrennen. Hoffentlich. Crispin. Keine Sorge, Drachenritter. Wir sorgen für Zandalors Sicherheit. Sieht schon beeindruckend aus, oder? Augustus, da ist er ja. Ja, werte Drachenritter. Kann ich euch irgendwie helfen? Ja, kann ich sonst noch etwas für euch erledigen, wenn ich schon in der Stadt bin? Und ob ihr das könnt. Doch es fällt mir schwer, euch noch weitere Arbeit aufzuhalten. Wenn ihr den Mardaneos-Platz hinter euch lasst, gelangt ihr in ein ganzes Viertel des Todes. Ein verbotenes und unwirkliches Sperrgebiet. Kurz nachdem ihr die Spalte geschlossen und euch auf die Suche nach Igernas Seele gemacht hattet, ereignete sich das Undenkbare. Die Toten erhoben sich aus ihren Gräbern. Ich erklärte diesen Teil der Stadt für verloren, weil ich nicht mutwillig das Leben auch nur eines einzigen Champions gefährden will. Falls es euch gelingen sollte, den Ursprung dieser höllischen Plage ausfindig zu machen und auszumerzen, würde Allerot ein weiteres Mal in eurer Schuld stehen. Die Toten erheben sich also aus ihren Gräbern. Na klasse. Und bei allem, was ihr mir erzählt habt, ist vieles dennoch sehr unklar. Ich muss mich mit Zandalo unterhalten. Ich fürchte, das wird nicht möglich sein. Er ist in tiefer Meditation versunken und darf nicht gestört werden.
Wenn sein Schildzauber versagt, ist es nur noch eine Frage von Sekunden, bis Alleroth fällt. Oh Mann. Und was machen wir, wenn wir das Auge des Patriarchen haben? Ich vermute, dass Zandalor einen Plan hat, aber er hat nicht viel darüber erzählt. Darüber können wir uns später Sorgen machen, wie über so vieles. Und habt ihr eine Idee, wo ich meine Suche nach diesem wahnsinnigen Zauberer beginnen sollte? Sollte ich tatsächlich Rhoda folgen? Ich weiß lediglich, dass er sich in den Katakomben aufhält, die sich labyrinthartig unter unseren Füßen erstrecken. Die größte dieser Katakomben soll direkt unter der Akademie auf dem Quellplatz liegen. Aber um dorthin zu gelangen, müsst ihr den Styx überqueren. Na klasse. Könnt ihr mir vielleicht doch verraten, wer hier in Alleroth welche Dienste anbietet? Aber natürlich. Wonach sucht ihr denn genau? Nekromanten. Der beste Nekromant der Stadt dürfte Dr. West sein. Er ist der hiesige Leichenbestatter und praktiziert recht eifrig die dunklen Künste. Momentan lebt er wohl in der Notfallkaserne auf dem Mardaneusplatz, nahe des Ortseingangs. Wollt ihr noch mehr über unsere werten Dienstleister in Alleroth wissen? Ja, zum Beispiel der Alchemist. Da wendet ihr euch am besten an Chanel. Sie lebt an der Lanilor-Promenade und ist eine fähige Alchemistin und auch eine ausgesprochen gute Illusionistin. Wollt ihr noch mehr über andere Dienstleister in Alleroth wissen? Ja, ein Ausbilder. Wie es der Zufall so will, halten sich zwei meiner besten Ausbilder gerade hier im Rathaus auf. Ihr könnt sie auf den oberen Stockwerken finden. Wollt ihr noch mehr über unsere werten Dienstleister in Alleroth wissen? Ja, noch ein Bezauberer. Im ersten Stock des Phönixhofes wohnt der einzelne Bezauberer. Aber wenn ich mich nicht irre, ist er schon vor langer Zeit gestorben. Wollt ihr noch mehr über unsere werten Dienstleister in Alleroth wissen? Ja, leider schon gestorben. Na gut, das war's. Wie ihr meint. Auf Wiedersehen. Viel Glück, Drachenritter. Die Stadt der lebenden Toten. Ja, ja. Ja, 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 ja. Verfluchte Schergen des Schwarzen Rings. Es hat ein halbes Jahrhundert gebraucht, das hier aufzubauen. Und nun das. Nur nicht von den ganzen toten Maurern verunsichern lassen. Wer kann das hier heute alles noch reparieren? Ganz genau. Brand und Adler. Als ob wir nicht schon genug Arbeit hätten. Das ist schon der zweite Auftrag in den letzten zwei Monaten. Ja, Maurer müssen sich aber jetzt freuen, oder? Hier geht jetzt so einiges zu Bruch. Schlösserknacken reicht nicht auch, denn die Fähigkeit kann jetzt auch verbessert werden. Damian und seine Lakaien sollten sich in Acht nehmen. Champions von Alleroth sind auf den Krieg vorbereitet. Das sieht nicht so gut aus für die Champions von Alleroth, wenn ich ehrlich sein darf. Übertreibt mal nicht. Gold, Drachendorn, Topas, Erdwurzel. Oh Mann. Wir werden auch neue Rüstungssets übrigens finden hier in Alleroth in Flames of Vengeance. Rüstungssets, die ich sehr, sehr, sehr verehre. Weil sie sehr schön aussehen. Goldarme Auge des Tigers. Eisenschlüssel. Beeindruckend, nicht wahr? Die Truhen von Alleroth sind voller Reichtümer. Was bringt das Gold, wenn es in den Klauen des Krieges zu Staub zerfällt, Drachenritter? Für wahr. Und vor allen Dingen, was bringt das Gold, wenn es im Nachhinein wahrscheinlich überwiegend vor Reparaturen ausgelegt wird? Adler und Brand freuen sich schon. Wofür war der Schlüssel? Ah, hierfür. Goldmalachitkopf. Möchtet ihr eure Fähigkeiten verbessern? Vielleicht das magische Trommelfeuer? Ja. Ihr habt neue Erkenntnisse gewonnen. Ich darf nicht so viel Gedanken lesen. Ja, gerne. Sehr gut, wir fangen sofort an. Folgt einfach meinem Beispiel. Sind das nur Heilfähigkeiten? Sehe ich das richtig, oder? Ja, oder? Scheint so. Nee, danke. Vier Fähigkeitspunkte haben wir. Die würde ich dann gerne auch alle tatsächlich direkt ins Schlossknacken stecken. Dann müsste hier hinten wahrscheinlich der normale Trainer sein, oder? Der normale Ausbilder. Ihr seht aus, als ob ihr etwas Training gebrauchen könntet, Drachenritter. Gerne.
Sehr gut. Ich versuche nicht allzu grob zu sein. Schlüssel öffnen. Dankeschön. Seid ihr bereit für ein paar Übungen? Euer Wirbelwind ließe sich noch verbessern. Ja, das kann schon sein. Was haltet ihr von der Belagerung des Schwarzen Rings? Das geht vorüber. Damian kann nicht euch und Zandalor brechen. Was mir wirklich Sorgen macht, ist diese Plage. Diese lebenden Toten sind eine echte Bedrohung. Dem Göttlichen sei Dank, dass wenigstens meine Katze in Sicherheit ist. Auf Wiedersehen. Wie ihr wollt, aber ihr solltet euch das nochmal überlegen. Meine Katze? Meint die das ernst? Okay, Fähigkeitssteigerungspunkte. Schloss knacken. 7 von 7. Ich weiß nicht, ob man die Fähigkeit noch weiter erhöhen kann, aber 7 von 7 klingt schon mal super. Gold, Veredelung. Okay, mehr haben wir hier auch nicht. Bevor wir jetzt wirklich draußen auf dem Platz nach weiteren Aufgaben suchen, würde ich ganz gerne einmal das hier machen. Denn wir besitzen immer noch den Drachenstein und wir können zum Thronsaal reisen. Das ist doch interessant, oder? Unser Drachenturm ist immer noch zugänglich, obwohl die Urobas-Fjorde, das Trümmertal... Obwohl wir isoliert sind in Alleroth, können wir den Drachenturm wahrscheinlich aufgrund seiner magischen Präsenz durch Maxos immer noch betreten. Drachenritter, ich bin so froh, euch zu sehen. Und ich freue mich auch, euch zu sehen, Sassan. Wie es mich freut, dass ihr gesund und munter seid. Ich spürte, dass ihr wiederkommen würdet, da mir meine Zeit als Tote einige merkwürdige Kräfte eingebracht hat. Doch das hat auch sein Gutes. Ich habe eure anderen Diener informiert und sie sind bereit, euch zu empfangen. Sollte ich etwas Bestimmtes über den Turm wissen? Seit eurem letzten Besuch hat sich so gut wie nichts geändert. Der Wegpunkt Schrein ist aus irgendeinem Grund zerbrochen. Aber ihr habt noch den Drachenstein, daher sollte das kein Problem darstellen. Ah ja, also können wir nur noch mit dem Drachenstein den Ort, den guten Turm verlassen und zwar in den Ort zurückkehren, an dem wir zuletzt waren. Es ist also nicht mehr möglich, von hier aus an Wegpunktschreine zu reisen. Ihr ehrt mich damit. Das ist ja interessant. Ja, allen Ernstes, die nehme ich alle mit, die ganzen Tränke. Die können wir alle gut gebrauchen und so teuer sind sie gar nicht. Wir werden sowieso... Wir werden sowieso noch einige Ketten finden, jetzt auch in der Erweiterung, die uns erstmal hier die ganzen anderen recht sinnlos erscheinen lassen werden. So. Ja, Steuerkreuzzugriff kennen wir ja. Okay, ihr habt es gehört. Unser Turm ist also wie gewohnt für uns begehbar. Unsere Sammler sind auch wieder alle da. Unser Komponist und unsere Tänzerin sind auch da. Jetzt habe ich einen Trank getrunken. Fängt ja schon super an. Nekromantenring. Schauen wir mal. Stück für Stück werden wir jetzt nochmal den ganzen Turm durchforsten. Und glaubt mir, in Alleroth warten sehr, sehr viele Aufgaben auf uns. Auch wenn es im ersten Moment seltsam erscheint, dass sich das Spiel nur in Alleroth abspielen wird, glaubt mir, es ist nicht nur Alleroth. Hallo Igor! Igor ist bereit zu dienen, Meister. Darf ich euch dienen? Ja, aber es wäre doch ein leichtes für euch gewesen, euch während meiner Abwesenheit dem Schwarzen Ring anzuschließen. Warum tatet ihr das nicht? Ich diene doch nur euch, großer Drache. Euch und niemand anderem. Außerdem, wo hätte ich noch einen derartigen Nekromantenring finden können? Eine solche Macht wie die eurige. Na gut, dann meine Kreatur bitte. Es wird mir eine große Freude sein, die Messer und Segen für euch zu schwingen, Meister. Oh Mann.
Das ist ja mal interessant. Seht mal. Magisches Geschoss Stufe 9. Da haben wir nichts Besseres. Hier auch nicht. Da auch nicht. Das heißt, wir nehmen nur den neuen Kopf. Na gut, das war's hier. Dann der Alchemiegarten. Oh, das geht dann doch zügiger, als ich dachte. Anselm. Da bist du ja. Der göttliche Drachenritter. Anselm ist bereit, euch zu dienen. Ja, ist irgendetwas Interessantes vorgefallen. Zum Glück nicht viel. Anscheinend interessiert sich Damian nicht mehr für dieses Gebäude. Und das ist sehr erfreulich. Ich hatte ohnehin nicht das Gefühl, dass ihm sehr viel am Gartenbau liegt. Ja, natürlich. Der göttliche Drachen. Wunderbar. Enorme Heilung. Eins. Juhu. Extreme Belebung. Warum nicht? Okay. Na gut, also auch hier nicht wirklich viel Neues. Die Trainingsarena. Mit unserer guten Hermosa, dessen Schwester wir getötet haben. Ich finde die Geschichte immer noch unglaublich. Seid ihr wieder da? Ich bin bereit für eine weitere Runde. Ja, ist aber schön zu sehen, dass die Arena noch derart intakt ist. Das ist sie. Und glaubt nicht, ich wäre inzwischen untätig gewesen. Kein noch so heimtückischer Zauber, kein noch so verlockendes Talent ist mir als Veteran von 1000 Kriegen nicht vertraut. Okay, dann beweist es mir. Na dann los. Die Heilung. Machen wir mal, sicherheitshalber. Denn das hat sich ja schon als sehr, sehr nützlich herausgestellt beim letzten Mal. Beziehungsweise beim Endgegner. Beim großen Finale. In Ego Draconis. Sonst brauchen wir erstmal gar nichts. Okay, Fähigkeitssteigerungspunkt. Wir haben noch 2 Punkte übrig. Ich würde dann tatsächlich auch gerne die Heilung einmal erhöhen. 35. So, die Heilung ist auf jeden Fall eine gute Alternative zum Tränke trinken. So. Die Bezauberungswerkstatt. Und dann haben wir es ja auch schon geschafft, meine Güte. Aber super, dass der Moser so viele Tränke hatte. Wesson. Geehrter Drachenritter, was kann ich für euch tun? Oh, was machen denn die Bezauberungsmaschinen? Alles in Ordnung? Oh ja, in der Tat. Ich wusste immer, dass ihr zurückkommen würdet. Die haben doch alle keine Ahnung. Anders als wir. Wir haben euch durch dick und dünn beigestanden. Tschüss. Mögen eure Tage lang und eure Nächte angenehm sein. Ja, lebt wohl. Boah, diese Frau, ich sag's euch, Leute. Okay, wir verlassen den Drachenturm. Wie gesagt, das ist jetzt die einzige Möglichkeit, vom Drachenturm zurück nach Alleroth zu gelangen. Oh Mann, diese Frau. Oh. Dass sie nicht ausrutscht auf ihrer Schleimspur, ist unglaublich, meine Güte. Okay, und damit öffnet sich jetzt und also die große, große Stadt von Alleroth, die in Ego Draconis von ihrer Größe, ihrer Vielfalt und auch ihrer Faszination nur zu erahnen war, glaubt mir. Es ist wirklich beeindruckend. So. Und auch die große Menge an Erfahrung, die wir hier erhalten haben, lässt bereits darauf schließen, wie viel Erfahrung wir auch für die Gegner erhalten werden. Denn das ist wirklich der Wahnsinn. So. Ja, und ihr habt bereits gehört, es sind nicht nur Dämonen in der Stadt. Es ist nicht nur so, dass Damian mit seiner riesigen Armee direkt vor der Kuppel steht. Nein, es sind auch noch die Toten aus ihren Gräbern aufgestanden. Und dadurch wurde ein ganzes Stadtviertel abgesperrt und dem Untergang sozusagen verschrieben. Also die Lage in Alleroth ist alles andere als optimistisch. So, und dann würde ich auch gerne direkt hier nach links gehen in Richtung dieses Käfiges, in dem ihr, oder eher gesagt vor dem ihr diesen Mann hier stehen seht. Hänsel. Wie schrecklich diese Abend. Nun ja, ich habe gerade zu Abend gegessen, als dieses Ding durch das Fenster gestürzt kam. Okay, was ist geschehen, nachdem euer untoter Freund erschienen ist?
Ich bin direkt zum Marktplatz gerannt und ich habe dabei wohl aus Versehen eine Spur von Brotkrumen und Wurststücken gelegt. Zum Glück konnten die Champions das Ding fangen. Jetzt sollte es verbrannt werden, würde ich sagen. Da seid ihr ja wohl noch einmal mit dem Schrecken davongekommen, oder? Ich meine, ihr wärt sicherlich ein leckeres Abendessen geworden. Und ich danke dem Göttlichen dafür. Doch weiß der Himmel, wann ich wieder den Mut aufbringen kann, zurückzugehen. Es mögen zwar Champions dort sein, aber ich traue ihnen nicht. Aber ihr werdet doch in die Stadt gehen, oder nicht? Würdet ihr mir mein Tagebuch bringen? Es ist sehr wertvoll für mich. Und kein untotes Monster hat das Recht, darin herumzublättern. Was haben du alle mit diesen Tagebüchern? Als seien die Leute unglaubliche Abenteurer und müssten alles aufschreiben, um es ja nicht zu vergessen. Nein, nein, ich kann es natürlich verstehen, dass man in Tagebüchern Gedanken und Emotionen niederschreibt, die man vielleicht mündlich gar nicht so definieren könnte. Falls ich es sehen sollte, bringe ich es euch natürlich zurück. Der Göttliche segne euch, Drachenritter. Das ist sehr nett von euch. Es müsste in meinem Zimmer sein. In einem Haus, das ich mit Tom teile, meinem Mitbewohner. Verlasst den Marktplatz einfach beim Rathaus und ihr dürftet das Haus an der Lanilo-Promenade kaum verfehlen können. Okay, danke. Wisst ihr, ich habe erst kürzlich ein paar eurer Lieblinge getötet. Ich kann euch versichern, dass es gar kein Kinderspiel ist. Das kann ich mir vorstellen. Ich denke, dass die Klauen auch die härteste Rüstung durchbrechen können. Oh ja. Aber das macht einem Drachen nichts aus, was? Da habt ihr uns was voraus. Na gut, bis später. Noch einen schönen Tag. Der will auch nur sein Tagebuch haben. Spur der Täuschung. Ah ja, Dorus. Kommt dem Käfig nicht zu nahe. Ein Witzbold hat mal versucht, diesem Ding den Kopf zu tätscheln und hat dabei selbst den Kopf verloren. Um Gottes Willen. Und warum haltet ihr diese Kreatur in einem Käfig? Nun, ich habe sie im Kampf bewusstlos geschlagen und dachte mir, vielleicht will ja Lord Deodatus das Ding untersuchen und würde mich dafür entsprechend bezahlen. Ah, sehr profitables Denken. Gretel? Ich bin im Wald einmal einer Hexe begegnet und sie war nicht halb so furchterregend wie diese Abscheulichkeit. Wie schrecklich diese Abscheulichkeit aussieht. Schau dir nur diese Arme an, sie sehen aus wie Klingen. Ich hätte nie gedacht, dass du es schaffst. Ja, ja. Naja, übertreib mal nicht. Mit der Macht der Champions. Kommt, werft einen Blick auf meine Rüstungen und probiert mein zartes Fleisch. Lasst euch nichts vormachen. Probiert doch einfach meine Schwerter aus und genießt dabei meine Austern. Ja, wenn ihr salzigen Schnotter in einer Schale wünscht, geht zu Gina. Für butterreiche Gans müsst ihr jedoch zu mir kommen. Schenkt diesem amateurhaften Schmied, dessen Steaks zäher sind als seine Lederrüstungen, keinen Glauben. Nur ich bürge für wahre Qualität. Wir sollten gescheite Rüstungen kaufen. Darf doch nicht wahr sein, oder? Nein, das denke ich nicht. Wenn wir einen weiteren Kampf überstehen wollen, brauchen wir stärkere Waffen. Unsinn. Mit unseren rostigen Schilden und zerschlissenen Helmen werden wir keine Schlacht mehr überleben. Wenn du deinen Gegner nicht töten kannst, weil du keine richtigen Waffen mehr hast, gehst du trotz deiner tollen Rüstung drauf. Das Gold, das uns General Augustus gegeben hat, muss sinnvoll genutzt werden. Und was bitte sehr wäre sinnvoller als diese mächtige neue Axt? Gina. Hämmer. Hämmer und Forellen. Hämmer und Forellen, was ist denn mit der los? Ja, gibt es einen bestimmten Grund, warum ihr Waffen und Fisch verkauft? Ehren meines Vaters und meiner Mutter, Drachenritter. Ich habe es geahnt. Er war ein Fischer, sie eine Schmiede. Beide kamen bei einem recht merkwürdigen Unfall mit einem Schwertfisch ums Leben. Wo auch immer sie sich jetzt im Jenseits aufhalten, streiten sie sicher darüber, was stärker ist. Fisch oder Schwert? Bin ich eigentlich nur noch bescheuert? Aber natürlich, heldenhafter Drachenritter. Oh Mann, wir werden unsere Ausrüstung wieder auf einzigartige Ausrüstungsstücke beschränken. Drachenzahn zum Beispiel. Boah. Vor langer, langer Zeit bat einst ein Drache einen Ritter darum, ihm sein Schwert zu borgen. Der Ritter war etwas überrascht, willigte aber ein, nur um den verblüfft mit ansehen zu müssen, wie seine treue Klinge als Zahnstocher missbraucht wurde. Oh Mann. Fisch und Fischgericht. Na, wie gesagt, das Schwert ist schon sehr interessant. Klinge des Enthauptens. In den alten Tagen wurden verurteilte Verbrecher auf dem großen Marktplatz von Allerup mit diesem Schwert enthauptet. Das Gold, das da würde ich mir doch eher Drachenzahn holen. Hat, muss und Gufanon. Seid ihr auf Suche nach Rüstung, Drachenritter? Bei mir findet ihr das beste Angebot in Allerup. Ah ja, und wie läuft das Geschäft?
Ich habe viele Rüstungen verkauft, seit die Sonne verdunkelt und die Stadt angegriffen wurde. Das ist zwar gut für meine Rente, aber wohl schlecht für den Rest von Aleroth, denke ich. Für wahr. Ich wünschte nur, dass sich der Wind dreht, damit ich nicht diesen fürchterlichen Gestank abkriege. Diese verdammte Gina und ihre verfaulten Fische. Ja, ja, zeig mal deine Ware, bitte. Sofort. Wie gesagt, wir beschränken uns auf einzigartige Dinge. Lord Lovis Armschienen. Die Menschen haben Lord Lovis viele Namen gegeben. Der Oberer, der Große, der Blutige, der Tyrann und so weiter. Aber ganz gleich, ob man ihn gehasst oder bewundert hat, war man sich über etwas absolut einig. Die Qualität seiner Rüstung. Ja, nee. Armschienen der Orobas-Belagerung. Auch nicht schlecht. Rodas Beinschutz. Diese Rüstungsteil gehörte Kommandantin Rhoda, bevor sie zu ihrer Blutstaffelrüstung kam. Ist ja sehr interessant. Arbens Helm. Lord Arbens Erbstück wurde sie für, ja. Kennen wir bereits ungefähr vom Schwert. Drachenfluch Brustpanzer. Heiliger Suchendenbeinschutz. Stolz von Flussheim. Es gibt sehr viele einzigartige Rüstungen, wie ihr schon merkt. So. Na gut, Leute, aber erstmal kaufen wir nichts. Wie gesagt, ich möchte gerne, ja, Rüstungssets zusammensammeln. So, wir haben da unten noch Händler, Schmuckhändler, wie es aussieht, Edelsteinhändler. Da ist noch ein Trankhändler oder etwas in der Richtung. Und da werden wir uns diesen Marktplatz hier beim nächsten Mal zuerst vollkommen ansehen. Auch die Gebäude hier links und rechts sind jetzt übrigens begehbar. Aber all das erst beim nächsten Mal. Wir haben den Drachenturm wieder besucht. Wir haben Augustus nochmal gesprochen und vor allen Dingen haben wir im Groben einen Plan davon, was wir als nächstes machen werden. Wir müssen Tagebücher sammeln, Frauen in der Not retten und vor allen Dingen Zandalor irgendwie aus dieser Situation befreien, um von ihnen genauere Informationen zu erhalten und letztlich Berlin zu finden. All das aber erst beim nächsten Mal hier bei Divinity 2 Flames of Vengeance. Ich freue mich drauf und sage bis zum nächsten Mal.